Sie sind immer die Gejagten, die Piloten der Gesellschaft für Flugzieldarstellung aus dem norddeutschen Hohn. Wir sind auf dem Flugplatz Jagel bei Schleswig. Langsam wird ein Learjet der Zivilen Gesellschaft für Flugzieldarstellung, kurz GFD, aus dem Hangar gezogen. Die GFD bietet der Bundeswehr die Möglichkeit, eine Zieldarstellung für die Ausbildung unterschiedlicher Waffensysteme zu nutzen. Voll bepackt mit elektronischem Gerät stellen sie als gespielten Feind die Jetpiloten der Bundeswehr immer wieder vor neue Aufgaben. Möglichst realitätsnah sollen heute verschiedene Trainingsszenarien geübt werden. Denn Übung ist ja bekanntlich das halbe Leben. Aber ohne fliegerische Erfahrung kann man die Rolle des Gejagten sicherlich nicht einnehmen. Wir sind alle Piloten, die hier in der Firma fliegen, sind alles Ex-Bundeswehrpiloten. Das heißt, wir wissen, dass die Leute, die die Bundeswehrjets fliegen, professionell arbeiten und dass es eigentlich zu keinem Zwischenfall kommt. Und die Firma selber existiert schon seit über 40 Jahren, ist noch nie was vor passiert. Also eigentlich fühle ich mich sicher. Und los geht's. Aus dem verregneten Jagel geht es in den nordwestdeutschen Raum bei Osnabrück. Hier befindet sich das heutige Übungsgebiet bei dem internationalen Manöver Brilliant Arrow. Bereits nach kurzer Flugzeit haben sie Sichtkontakt zu den deutschen Tornados aufgenommen. Die Aufgabe heute, die Simulation eines feindlichen Flugzeugs. Und dafür haben sie einige Störsender an Bord des Learjets. So können sie den Funk- oder Radarverkehr des Kampfjets unterbrechen. Jamming nennt man das. Doch zunächst müssen die Tornados erst einmal in der Luft betankt werden. Ein Operator an Bord des Learjets überwacht alle Flugbewegungen des beteiligten Kampfjets. Dieser ist speziell für die Art von Szenario mit an Bord des Flugzeugs. Immer wieder stört er die Bundeswehrjets und beobachtet, wie sie auf das Jamming reagieren. Heute haben die Tornados so reagiert, wie es erwartet wurde. Worauf aber aus militärischen Gründen nicht näher eingegangen wird. Nach rund 3 Stunden Flugzeit landet die Maschine wieder auf dem Flugplatz in Jagel. Bereits morgen steht für die Männer der GFD eine neue Aufgabe als Feinddarsteller auf dem Programm.